Ja, Moment Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ihr habt es ja schon gesehen, Leute, Chucky ist auf dem PDB und natürlich muss ich da auch noch mal ein bisschen was zu bringen und dementsprechend waren wir gestern im Stream auf dem PDB unterwegs. Ich zeige euch jetzt in diesem Video einmal die drei Fähigkeiten, die mit Chucky, dem Good Guy, ins Spiel reinkommen. Dann spiele ich eine Runde gegen die Bots, das ist die erste Runde, die ich mit Chucky generell gespielt habe. Dann haben wir ungefähr eine halbe Stunde auf eine Lobby gewartet und spielen die erste Runde gegen menschliche Spieler. Und danach habe ich dann noch einmal als Survivor gegen Chucky gespielt. Ich hoffe, dass ich alle Hustereien rausgeschnitten habe. Ihr wisst, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, dass ich das alles raus habe. Ansonsten auf jeden Fall schon mal Entschuldigung. Und ich habe immer zumindest mich weggedreht vom Mikro. Also ich hoffe, es wird hier nicht auf RIP-Headphone-Users hinauslaufen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, Leute. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Let's go. Hier, sein Fluch. Hört sich mega lustig an. Zum Spielen gehören zwei. Immer wenn du von Überlebenden zweimal betäubt oder geblendet wurdest, wird ein glanzloses Totem zu einem Fluchtotem, wenn kein Fluchtotem mit diesem Talent verbunden ist. Überlebende, die dich betäuben oder blenden, werden für 1,5 Sekunden geblendet. Das betrifft keine getragenen Überlebenden. Das finde ich schon ganz wild, muss ich sagen. Das hört sich halt so lustig an, vor allem, es klingt jetzt auch so, dass wenn das dann irgendwie wieder kaputt gemacht wird, es nochmal wieder aktiv werden kann. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Geblendete Survivor, freue ich mich jetzt schon drauf. Ansonsten, Freunde, bis zum Schluss. Ein Überlebender wird Ziel deiner Besessenheit. Wenn du einen Überlebenden festhakst, von dem du nicht besessen bist, wird das Ziel deiner Besessenheit für 20 Sekunden gefährdet und seine Aura wird für 20 Sekunden enthüllt. Wenn du das Ziel der Besessenheit festhakst, schreit ein zufällig anderer Überlebender, gibt seine Position preis und wird zum Ziel der Besessenheit. Mit diesem Gefährdet ist auch schon ganz nice, ne? Also, wenn du da schnell unterwegs bist, dann kannst du da relativ schnell wieder den nächsten Survivor dir snibbeln. So, und Batterien enthalten. Wenn du dich im Umkreis von 12 Meter von einem fertiggestellten Generator befindest, erhältst du 5% Eile. Der Bonus für die Bewegungsgeschwindigkeit hält noch 5 Sekunden lang an, nachdem du den Generatorbereich verlassen hast. Da kann ich immer so schwer einschätzen. 5% klingt immer erstmal wenig. Aber wir haben ja auch gesehen, made for this oder ne, geschaffen oder keine Ahnung, wie das nochmal auf Deutsch hieß. Wurde ja auch viel von den Leuten gespielt. 5% Eile, ja. 12 Meter und im Gen ist schon mal ganz interessant, weil die Survivor natürlich auch meistens dann den Killer eher dahin locken, wo nicht mehr wirklich was zu tun ist und er dann vielleicht dadurch noch einen kleinen Speed-Bonus bekommt. Richtig gerne, wenn ich falsch liege, aber ich meine, da irgendwie so was gehört zu haben. So. Also, jetzt erstmal bin ich ja nur ein ganz normaler M1-Killer, sehe ich richtig, oder? Guck mal, die Bots wissen natürlich direkt schon vorher, was hier los ist. Ich meine, unabhängig. Ah, jetzt kann ich das starten. Oh, wie geht das jetzt? Nee. Jetzt so macht er sie kaputt. Verdammt. Da hätte ich eine andere Taste drücken müssen. Also die Survivor hier, die Bots, die wissen natürlich dann, dass man kommt. Ansonsten ist natürlich auch ein Mega-Vorteil von diesem Killer die Größe. Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Ich werde ja erstmal so, glaube ich, den Hit... Ich kann bei ihm echt schwer einschätzen... Ah, okay. Oh, okay. Und dann will er noch messern. Hm, verstehe. Ich kann irgendwie schwer einschätzen, wie nah ich an den Survivern dran bin. Also ich glaube, das ist auch nochmal so, wenn man den Killer jetzt so neu spielt, ziemlich schwer, die Reichweite von den Attacken und so weiter richtig einzuschätzen. Ah, das ist halt auch lächerlich gegen die Bots. Die wissen ja immer direkt, wenn ich komme. Interessanter Laufweg vom Bot hier. Zum Beispiel kann ich überhaupt nicht jetzt einschätzen. Warte mal, sollte ich jetzt die Fähigkeit nutzen? Okay. Ich glaube, ich muss auch mal gleich eine Runde Survivor spielen. Es wäre echt mal interessant zu wissen, wie... Boah, ist das eine blöde Perspektive zum Tragen. Ist wahrscheinlich die ganz normale Killer-Perspektive sonst, aber bei ihm wirkt es richtig komisch.
Was wollte ich gerade sagen? Achso, ich bin mal gespannt, wie es so ist, gegen ihn selber zu spielen. Ob man ihn gut sehen kann und so weiter und so fort. Vielleicht zocken wir gleich mal eine Runde einfach als Survivor. Hoffe, dass der ein oder andere... Oh, was? Lull. Ich werde kurz den Generator noch schnell zurücksetzen. Bevor die frechen Survivor-Bots das hier fertigstellen wollen. Mori müsste ich dabei haben, habe ich glaube ich dran gedacht, ja. Wie sieht's aus, wenn ich hier so... Okay, lustig. So, komm direkt hier auf jeden Fall wieder ran. Ravanora, moin moin, danke schön für Resub hier im 6. Monat schon, ey. Vielen, vielen Dank. Hallo. Bist du jetzt die Obsession? Ich glaube ja, ne? Ja, und die Obsession ist doch jetzt... Ah, schade. Bots klüger, als sie aussehen. Kann ich hier denn irgendwie wohl gut rumjieten? Also wenn sie zieht, sollte ich das auf jeden Fall machen. Achso, ich muss es erst wieder aufladen, ne? Boah. Junge, okay, okay. Mit der Fähigkeit muss man erstmal irgendwie ein bisschen warm werden. Die Perspektive von ihm ist halt auch recht wild, ne? Aber ich muss sagen, sie haben es gut hinbekommen. Wir haben ja auch vorher schon mal immer mal wieder so ein bisschen drüber gequatscht, dass Chucky eigentlich eine ganz cooler Killer wäre. Aber dieses Problem, dass er halt so klein ist, ne, haben sie ganz gut gelöst mit der Third-Person-Sicht. Aber man ist trotzdem immer noch relativ niedrig. Also ich bin mal gespannt, wie gut die Survivor sich trotzdem noch verstecken können werden. So, jetzt hat jemand anders die Obsession bekommen. Ich will jetzt aber eigentlich eher auf jemand anderen gehen, ne? Aber es ist eine schöne Fähigkeit mal wieder, mit der man seine Obsession switchen kann. Thunderjay, moin. Hier rennt schon jemand wieder lang. Die Armbots. Excuse me. Da war er. Oh, er wartet sogar. Boah, okay. Schwerer zu lenken, als es aussieht, Leute. Ah, ich bin gespannt. Ist halt wieder so ein Killer, wo man wirklich seine Spielweise ein bisschen anpassen muss, denke ich mal. Bin sehr gespannt, wie gut das klappen wird so bei den Survivors. Da ganz hinten rennt die Cheryl wieder. Miau. Haben sie mich gerade geteabaggt, Sir Bot? Oder Lady Bot? Oh. Die ist beim ersten Mal aber dann irgendwie langsamer rüber. Kann das sein? Hab gerade gar nicht damit gerechnet, dass ich sie da jetzt schon erwische. So, das Schöne ist, wenn wir sie aufheben, dann wird Taudau sich gleich zeigen, Leute. Und dann gucken wir mal, ob wir den dann nochmal erwischen können. Ich glaube, bisher habe ich von seiner Fähigkeit... Soll ich mal losrennen schon? Ich meine, bei den Bots ist halt eh, ne? Oh! Oh, schade. Ah, wir sind schön nah dran. Vielleicht ist er endlich mal in 20 Sekunden. Der Down. Ja, gegen Survivor-Bots brauche ich, glaube ich, nee. War es auch nicht. Excuse me, Sir. Aber er war jetzt gefährdet, ne? Richtig? 20 Sekunden sind scheinbar kürzer, als man denkt. So, irgendein Bot hat übrigens einen Generator fertig gemacht. In den Versteckmodus reinzugehen, hat gegen die Bots, glaube ich, halt auch wirklich keinen richtigen Effekt. Setz ihn einmal schnell zurück, Leute. Wenn wir die Cheryl nochmal holen, dann können wir sie... Morin. Vorne rannte sie sogar. Soll ich sie mal... Geh mal zu ihr. Ich glaube, sie hat hier auch nicht... Jetzt habe ich Eile bekommen, weil der Generator ja hier schon gemacht wurde.
5% haben oder nicht haben, Leute. Ach komm, es sind eh Bots. Ich brauche gar keine Mindgames machen eigentlich gegen die, ne? Oh, uff. Ja, man muss mal ausprobieren. So, jetzt ist hier dicht. Sie rennen jetzt Richtung... Die Bots sind einfach wild, ehrlich. Ist das, wie es ist. So, meine liebe Cheryl. Und direkt hinterher yeeten. Oh, die haben den anderen Generator mal fertig. Ich renne einfach mal stumpf hinterher her. Oder später werden wir sie ja hier erwischen. So, jetzt ist dicht. Hatte sie hier noch eine Palette? Ich glaube, die wurde am Anfang schon weggemacht. Läuft schön ins offene Feld, das finde ich gut. Und dann, ja, haben wir unser Mori dabei, Leute. Let's go. Ja. Ja. Ist okay. 6,5 von 10 würde ich geben. Vielleicht 7, wenn ich einen guten Tag habe. Lol. Aber interessanter Try, oder? Muss man sagen. Der Bot wollte eigentlich wirklich in den Schrank reingehen. Ich glaube, das hätte funktioniert. Da kommen viele Gegenstände zum Einsatz, ja. Oh, ist weiter Rand. Ah, es sind sogar zwei. Mal gucken, ob ich jemanden weggeben kann. Yeet! Hat sogar tatsächlich, tatsächlich hingehauen. Dann komm mal mit, aber den Haken nach vorne. Die Lori war auch hier. Schauen wir mal, ob die hier noch irgendwo rumhockt. Ja, von seinen Fähigkeiten. Habe ich da... Ich habe ich ihn da jetzt so wirklich von genutzt bisher. Einmal habe ich ein bisschen den Speed Boost bekommen. Was natürlich immer cool war, wenn ich jemanden Aufgang habe, die Obsession zu sehen. So, du weißt dann direkt wieder, wo du hin musst. Das ist ganz nice. Aber ich habe die Aura... Meine ich auch nicht 20 Sekunden lang gesehen, oder? Komm, das sind Bots, Leute. Scheiß drauf, da wird... Wird einfach mal schön reingetunnelt. Naja gut, es sei denn die Ada... Oh, weggegrabbelt. Sieht auch interessant aus. Die Ada ist aber noch nicht tot, oder? Ah doch, die Ada ist tot. Naja gut. Dann ist ja auch egal, wen wir uns holen. Oh. Welcher ekelhafte guckt aus dem Busch dabei zu, wie Ada abgestochen wird, Leute. Okay. So, 12 Meter. Jetzt haben wir es. Okay, jetzt ist es weg. Wenn ich hier reingehe, kriege ich es aber direkt wieder. Wie gesagt, ich finde das immer so schwer einzuschätzen, wie viel die 5% am Ende des Tages dann bringen. Go. Direkt abgegangen gemacht. Vorne ist sie. Die Sache ist, wenn du... Oh, lol, wieso bleibt sie hier stehen? Okay. ETF. Das war jetzt irgendwie, glaube ich, ein bisschen buggy. Kann mir nicht vorstellen, dass sie das so machen wollte. Ich platziere sie mal hier, damit wir ein bisschen mehr vom Mori haben, Leute. Soll ja auch was bekommen für euer Geld, ne? So, sehr schön. Der letzte Bot. Taudau. Taudau, lassen wir ihn kommen, oder wie? Ne, hier ist die Luke. Oh, er macht noch den Gen auf ganz entspannt oben fertig. Interessant. Mal gucken, was er dazu sagt. Wahrscheinlich nichts, weil er ein Bot ist. Step, step, step.
Wäre so gut, wenn er einfach wieder in den Schrank reingegangen wäre. Na gut, komm, lass mal die Ausgänge abchecken, Leute. Ich denke mal so. Zumindest. Das ist aber auch ätzend, ey. Da kann ich gar nichts sehen. Zumindest. Die Grundlagen von Chucky haben wir, glaube ich, alle verstanden, oder? Ah, guck mal, Alter, wie schnell ist der denn jetzt auf einmal? Boah, der ist schon durch. Junge, aufwachen dabei. Daneben gejedet. Excuse me. Als ob sie die... What? Als ob sie die Bots so originalgetreu... Ob sie die Bots so originalgetreu gemacht haben, dass die sogar so blöde sind und den Killer irgendwie taunten wollen und nicht rausgehen. Wie stumpf ist das bitte, ey? So, Tauda, es tut mir leid. Ist nichts Persönliches. Aber schön, dass wir uns auch mal wieder gesehen haben, ne? Ja, erste Runde mal so ein bisschen mit Chucky hier. Damit man mal so ein bisschen reinkommt. GG an die Bots. Und danke für das letzte Mori nochmal dann an den Jonah. So. Wie geil er auch einfach da so sitzt am Anfang, ey. Let's go! 1, 2, 3. Hat einer natürlich auf Verfolger? Könnte sein, ne? Da ist jemand. Hello, hello, hello. Nice. Woo! Oh mein Gott, die muss doch schon. Die muss doch schon mein Parfüm gerochen haben, Leute. Hinter mir kommt jemand. Da wird da auch nochmal reingemessert. Dann gehen wir aber direkt hoch hier. Hat sie das gemerkt? Ich glaube ja. Hallo! Woo! Okay, dann lassen wir die andere erstmal liegen. Sammeln sie auf. Und die kann direkt hier in unseren Scratchy-Merchy. Gehen wir davon aus, dass die andere ja in der Zwischenzeit noch aufgesammelt wird. Und dann geht's hier direkt aber weiter. Ja, ja, ich bin noch da. Kein Problem. Ob die andere halt irgendwo anders ist. Oh! Schade. Meine Güte. Aber diesen Mode, das mit dem Laufen... Oh, die wird balanced haben bestimmt. Nee. Hätte ich jetzt irgendwie erwartet. Ich mache erstmal kaputt, damit es weg ist. In der Zwischenzeit kann die andere natürlich schön weiterlaufen. Ah, okay. Let's go. Gucken, ob sie mitbekommen, von wo ich komme. Oh! Oh, nice. Die hat es scheinbar nicht mitbekommen, aber ich habe sie leider auch nicht getroffen. Erster Generator wurde fertiggestellt. Ich würde mir von ihr auch einfach den Scourge schnell snibbeln. Was man hat, hat man. Wir wurden halt noch gar nicht bisher. Hab jetzt nicht gesehen, wo die Obsession ist. Ist die Obsession etwa... Da rennt jemand. Okay. Ich renn mal los. Was ist denn da schon wieder los, Leute? Alter. Der andere steht hier noch hinter mir, oder? Ja. Lull. Ich mach mal. Dann kommen sie an den Haken ran. So, die... Ach, die... Wow, da war schon der erste DC, Leute. Oh, Mann. Hab ich gar nicht gerafft. So, der Gen da hinten wurde zurückgesetzt. Ich setze den Generator nochmal zurück. Was ist eigentlich, wenn jemand eine Sprengfalle ranbaut? Dann müsste der ja theoretisch auch geblendet werden. So auf Distanz, oder? Da steht ja nur, dass wenn ein Killer geblendet wird. Wäre schon irgendwie wild. Oh, wow.
Das, ja. Deine Money. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen unbefriedigend, Leute, dass ich dafür wieder eine halbe Stunde warten musste. Aber Eddie ist halt der PTB, ne? So, wir schauen mal eben. Mach den Modus wieder an. Unentdeckbar. Ah, Chucky macht schon Laune, Leute. Ist der Bot. Schon gewundert, warum die Person da so mega gut wegläuft von mir. Das heißt, der Bot hat scheinbar Verzerren dabei. Ich hatte ja am Anfang auch nicht alle Leute gesehen. Ich muss sagen, ich finde Verzerren eigentlich eh schon generell immer ziemlich strong. Aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt noch mal ein bisschen häufiger gespielt wird. Boah! Ich habe irgendwie erwartet, dass sie hier warten würde. Nice. Wenn sie mich jetzt blendet, ist sie auch geblendet. Solange die das Totem nicht finden, wenn ich das richtig sehe. Die rennt weiter. Ja. Ach schade, ich wollte da mal so durchhüpfen. Ich dachte, das geht auch. Hallo. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Die sehen mich ja gar nicht zwangsläufig hier immer so gut. Ich könnte mich hier stunnen lassen. Dann ist sie geblendet. Okay, dafür rennt sie echt noch gut, muss ich sagen. Das schlägt scheinbar nach der Zeit auch automatisch zu. Wenn er irgendwo reinrennt. Gucken wir, ob ich hier abkürzen kann. Ja. Oh, das war teuer, glaube ich. Kannst halt auch so ein bisschen Sachen besser abschätzen, finde ich, mit ihm teilweise. Ob jemand gerade noch hinter dir irgendwie am Umkauern ist oder so. Oh, moin. Das war nicht der Bot, okay. Okay, nice. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, die verkackt das. Kann ich damit eigentlich sowas hier auch kaputt machen? Nee. Hm, ich weiß. Das wollte ich da ja an der Stelle eigentlich gerade probieren. Habe ich aber scheinbar nicht geschafft. Ich muss Rechtsklick dann drücken, ne? Ich finde es schön, wie Chucky auch immer so zur Cam dann mal reinguckt für euch extra, dass ihr mal ein bisschen Fancy Time mit ihm habt. Nice. Rennt aber nochmal nach oben. Okay. Wieso hat das denn jetzt schon wieder nicht geklappt? Ach so, weil sie da schon dran war. Nice. Interessant. Weil sie die gerade schon aufsammeln wollte. Wild. Hat aber nicht gut funktioniert an der Stelle, leider. Kurz darauf ist sie dann leider down gegangen. Von irgendjemandem habe ich den Skirt-Shot noch nicht. Weiß gar nicht von wem. Hier sind zwei. Bin natürlich auf den, der schon ein bisschen was verletzter ist. Den Gen spare ich mir jetzt einfach mal. Oh, ich kann sie ermorien. Dann lass mal hier sie jetzt auf das Feld tragen. So, brauchst du dich doch gar nicht wehren. Hallo, excuse me.
Ich krieg's mal eben meinen Hammer. Dann noch mein Knüppel. Naja, ein Basie eigentlich eher, aber ihr wisst was. Ihr wisst was Gemeines. Lineal. Normalerweise kommt das Messer. Eigentlich müsste das Messer auf der anderen Seite auch wieder rauskommen, oder? Sieht irgendwie auf jeden Fall eigentlich so aus, ob das ein bisschen zu groß ist, um komplett in dem Kopf unterzugehen. Woo! Hier sind alle. Da rennt der Bot. Ah, den Bot will ich eigentlich gar nicht. Dann gehe ich nach oben, guck, ob ich die Ada bekomme. Oh! Was war das denn? Aber hey, wir haben sie bekommen. Sammel schnell auf. Und die Ada. Darf die nochmal einen Haken? Ja, oder? Mist. Aber es wurde mir eben kein Mori angezeigt, von daher gehe ich mal davon aus. Ja, darf sie. Und da vorne rennt der Bot. Wo der Gen drin wurde, ja zurückgesetzt. Ich gehe jetzt einfach mal dem Bot hinterher. Kann die andere vielleicht nochmal retten gehen. Obwohl ich sagen muss, wahrscheinlich wird eher der Bot retten gehen als der Maid, oder? So im Zweifel. Geh mal in den Versteckmodus rein. Wurde auch geholfen jetzt schon. Step, step, step. Serena. Schade. Ja, genau. Geh mal da. Yes. Sehr gut machst du das. Ada. Oh, da ist ein bisschen Sand im Weg. Ada, sorry. Ich wollte nicht, dass du Sand im Auge hast. Dieses Messer. Ja, nee, also... anatomisch interessant. Sagen wir es so. So, let's go. Oh, der Bot ist wieder da. Diesmal, okay, da muss ich... ah, nice. Null, der Bot. Das ist interessant zu sehen. Da muss ich nichts drücken. Aber beim anderen musste ich, glaube ich, irgendwas drücken, um unter der Palette durchzukommen, ne? Sie hat mich geblendet. Dieser Modus ist halt ja gegen den Bot. Bisschen witzlos, sehe ich ein. War zumindest wieder schön da dran. Was ist mit dem Bot? Wieso hat er einfach aufgehört zu laufen? Okay, war Cheryl selber noch nicht am Scourgey? Mal gucken. Nee, Cheryl selber war noch nicht. Und jetzt hat die andere sich natürlich verraten. Das finde ich gut. Ich werde mal so ein bisschen hier rumgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie versucht, dann außen ein bisschen, ja, ein bisschen Platz zu schaffen. Ich jiete einfach mal los, Leute. Oh, man muss auch mal was ausprobieren. So, der Bot war so nett. Oh, da kann man sogar Chucky ganz gut durchgucken. Das finde ich nice. Der Bot war so, dann hat mir die Scheckpalette gegönnt. Ah, sie versucht's aber noch. Okay, let's go. Will sie helfen? Für die Points oder so? Der Bot gönnt auch nicht die Luke. Jetzt ist er RIP. Yes. Lup. Okay, GG. Der will auf jeden Fall auch nochmal das Mori sehen, Leute. Sehr löblich. So lobe ich mir das. Schade, dass einer disconnected ist. Aber wir haben jetzt auch irgendwie so lange auf diese Lobby gewartet, ne? Das ist irgendwie ein bisschen ärgerlich. Aber er freut sich. Er freut sich. Gut. GG. Also, bin echt sehr gespannt, Leute. Ich würde noch eine Runde gerne mal gegen Chucky spielen.
um mal einfach zu gucken, wie das so ist. Der Fungus. GG. So, Toba Landing, Leute. Die gute Nancy, direkt im Keller. Let's go. Also, Killer schon mal ohne Deadly. Tödlicher Verfolger. Heißt gar nicht Deadly, ne? Ich glaube, er ist im Versteckmodus. Hört sich das so an? Weiß man da genaueres? Eieiei. Ich werde mal jetzt auf entspannt hier im Generator bleiben. Da vorne war er. Er ist weggerannt. Ja, er ist weggerannt. Okay. Ach, das sind die Steps. Lustig. Wild, dass man die auch so selber sieht. Ne? Geil. Er ist so süß. Da habe ich hier im Stream aber schon Leute andere Sachen hören. Oder schreiben sehen. Sagen wir es so. Okay, okay. Auf jeden Fall, die Hedy ist in der Jagd. Also gehe ich ja, ich sehe es richtig, solange diese Steps hier zu sehen sind, ist er in diesem Versteckmodus, korrekt? Es ist meine erste Runde gegen ihn, Leute. Ich bin neu, es tut mir leid. Welche Serie willst du schauen, Lara? Genau, erst dann undetectable, aber ich dachte, dann werden diese Steps aktiviert, oder sind die immer? Ach, wie schön. PDB ist immer das Beste. Bones. Ah. Das war mit dem David Borin, wie heißt der? Der bei Buffy den Angel gespielt hat, ne? Okay. Oh, jetzt, Leute. Jetzt. Taschenlampen-Grants auf dem PDB. Er hat auf jeden Fall Bock. Oh, schade. Let's go. Oh, da ist ja schon der Haken. Muss los, tut mir leid. Whip. Klöder versucht sich selber zu befreien. Tier hat richtig Bock auf den PDB, Leute. PDB, Leute. Ich glaube, er ist nicht mehr hier, ne? Nee. Im Versteckmodus kommen die Fake Steps auf den Boden, okay. Okay, okay. Hallo. Gutes Timing hat sie gehabt. Das ist so lustig mit diesen Fußsteps hier auch. Wie viele es davon gibt. So, ab an den Generator. Da kommt der Bengel.
Wieder weggegangen von mir. Meinen nehme ich. Merkwürdige Runde. Kannst du mich kurz hochheilen? Danke. Einfach nur, um sicher zu gehen, wenn der Bengel hier gleich rüber gejätet kommt. Er scheint aber keine Fähigkeit von seinem Killer dabei zu haben, oder? Ah, doch. Okay. Ich bin jetzt auch gefährdet. Ist der Gefährdet-Status dann auch nur 10 Sekunden eigentlich? Oder ist der 20? Weil das ja in der deutschen Version wieder irgendwie falsch übersetzt wurde mit der Aura. Das ist 20, okay. Also 20 und 10 sind die Werte, ja. Map ist wild, Alter, von den Sachen her. Die Steps, Leute. Ey, Schaxi, moin moin. Finde ich lustig bisher, macht Laune. Ich habe aber bisher auch nur einmal gegen Bots gespielt, einmal gegen Leute und jetzt gerade spiele ich zum ersten Mal gegen ihn. Eben gestabbelt. Oh, was? Der war doch hinter mir. Lächerlich. Becher mich weg, Leute. Moin. Ich komme zum Abschmieren. Jetzt hier. Leider ist die letzte Person nicht am Gen. Na, schade, ich habe zu spät gerafft. So sieht das dann aus, wenn er jemanden trägt. Lustig. Kann man ja nicht mal in Ruhe hängen bleiben, oder wie? Ah, nice, die andere kommen. Einmal resetten am besten, oder? Könnte sein, dass sie jetzt auch wieder down geht. Wir haben halt die zwei Gens auf jeden Fall hier relativ nah. Ich weiß gerade gar nicht, wo der dritte ist. Nee, auf dem PDB kannst du meistens die Skins noch nicht sehen. Die sind in den Spieldateien schon drin. Aber kannst noch nicht auswählen oder kaufen.
herbeischaffen hat. Und ich würde es auch einsetzen. Er will zurück. Zieh! Mori ist krass. Ich weiß gar nicht, also ich find's okayisch. Aber... ich find, wir haben schon coolere Moris gesehen. Ah, hier ist der letzte Gen. Ich glaube, ich habe eine 6,5 gegeben. Auf der Richterskala. Ah, alles in allem auf jeden Fall schon ganz nice, ne? Ist wild, dass es halt auch... dass es jetzt auch nur so ein Killer-Ding ist. Nur ein Killer-Chapter. Hatten wir auch schon länger nicht. Manchmal ist er so lost. Geht er wieder weg? Man weiß es nicht. Die Kate ist schön weit. Lull. Adre, Adre. Was? Come on, Leute. Als ob. Boop. Was war das denn? Als ob das geklappt hat. Er hat mich gehört. Er wusste halt, dass ich irgendwo bin. Dann dachte er aber, ich wäre im Schrank. Und dann kam Adre. Und dann hat er mich halt nicht mehr gehört. Und deswegen dachte er dann auch nicht mehr, dass ich da bin, glaube ich. Es ist einfach zu gut, ey. Wenn das der ein oder andere wieder sieht, Leute, dann muss ich mir was anhören für die Aktion wieder. Eieiei. Vorhin ja auch schon, hier habe ich mich auch schon einmal so hingehockt. Mal gucken, Leute. Mal gucken. Zweiter Versuch. Nancy steht bereit. Chucky kommt genau auf sie zu, aber dreht ab. Er hat die andere gesehen. Nancy wittert ihre Chance. Rettet. Seid der Busch, Leute. Juhu! Wurde geöffnet? Nee. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Nice. Oh, sie hat den Hit genommen. Damit sind wir raus, Chucky. Damit sind wir raus. Was eine wilde Runde. Hatte leider kein Mori dabei, sonst hätte ich natürlich das Mori gegönnt, Leute. Im PDB muss man auch mal gönnen können. Die Kate ist leider noch nicht hochgeheilt. Es war eigentlich ganz gut, dass der auch für mich zuerst gegangen ist. Jetzt hat sie natürlich aber auch noch die Option, notfalls... oh, da war er. Das hat er gehört, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, er steht hinter dir. Sei denn, ich habe wieder irgendwas verplant. Wow, das... okay, da ist sie selber schuld. Das Tor war ja direkt hinter ihr. Wieso ist sie nicht rausgegangen, Leute? Hä? Okay, das muss ich nicht verstehen. Wie gesagt, ist ja auch der PDB. Es geht ja eh um nichts. Man muss auch mal gönnen können und so auf dem PDB. Ist halt so. Gerade wenn die Killer so lange warten müssen, ne? Aber ja, ach, hier geht's ja um nichts. Man muss sich manchmal selbst daran erinnern, dass es ja um nichts geht. Aber eigentlich geht's nie um irgendwas. Am Ende des Tages geht's nur darum, Spaß zu haben, Leute.
Und ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall Spaß mit diesem Video hattet, Leute. Auch ein bisschen Information vielleicht, was jetzt hier so bei Chucky geht. Einen kleinen Eindruck gewinnen konntet, wie man ihn spielen kann. Oder vielleicht auch nicht, je nachdem, ob ich es gut oder schlecht gemacht habe. Aber das weiß man ja meistens erst, nachdem er dann ein bisschen was länger draußen ist. Mir persönlich hat es auf jeden Fall mega Laune gemacht. Er hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich fand den Xeno schon sehr, sehr cool. Der hat auch mega Laune gemacht. Jetzt muss ich halt nur noch mal ein bisschen was öfter mit den Killern dann auch spielen, nachdem sie rauskommen. Das ist immer das größte Problem. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, was zu tun ist. Ich freue mich wie immer über einen Kommentar, über ein Like und wenn ihr natürlich auch wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis dann, macht ihr euch noch einen schönen Tag. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Haut rein!